Moin und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Jo. Ihr seht das, ich bin hier ganz, ganz frischer Rathaus 8 geworden. Warum ich mich jetzt doch entschieden habe, hier die Uschi zum Rathaus 8 zu schlagen, war ganz, ganz einfach. Erstmal gibt es hier natürlich den Erfolg. Upgrade Town Hall to Level 8, den bekommst du natürlich nicht, wenn du ewig 7 bleibst. Also holen wir uns den erstmal rein. Wir haben den Händler frei, den gibt es ja dazu. Das heißt, es gibt nicht den Händler dazu, sondern man kann jetzt die Daily Deals hier abschließen bei ihm. Und zudem kriege ich jetzt etwas bessere Drachen. Ich kriege nicht mehr Truppen, ja, aber ich kriege einen dunklen Zauber. Ich kann also etwas mehr verspenden an dunklen Zaubern. Und ich habe gestern schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Das heißt, der Account hier hat gestern schon gelevelt. Man kann das sehen, wie lange geht der Boost noch. Der Boost geht noch 3 Tage, 7 Stunden. Und der Boost ist nicht nur hier da, sondern der Boost ist auch hier da. Also hier ist jetzt gerade der Clock-Boost da. Oh, ich habe gewonnen. Aber hier ist auch der Helden- und Truppenboost im Nachtdorf vorhanden. Also wenn man sein Tagdorf levelt, ist es etwas anders, als dass man es hier im Nachtdorf macht. Wenn man das Nachtdorf levelt, dann passiert da immer noch nichts im Tagdorf. Das heißt also, das bleibt einfach so, wie es ist. Und dann kann man hier so ein bisschen, ja, vielleicht die paar Tage das mal ausnutzen, dass man eigentlich etwas hat, was man noch gar nicht hat. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich meine, man kommt da dann irgendwann sowieso hin. Aber so ist es natürlich etwas angenehmer hier, wenn wir hier durchgehen. Aber oh, das wird eine ganz, ganz enge Kiste. Aber Level 5 könnte den noch packen. Packt er auch. Perfekt, aber die Doppelkanone nicht mehr. Wir kriegen das. Wir kriegen eine Meisterhütte. Wir kriegen eine Meisterhütte und noch ein bisschen mehr. Ja, gar nicht mal so schlecht. Also so gut greife ich mit dem hier nicht an. Der hat hier eigentlich erst die, nicht die Meisterhütte, sondern hier den 81, okay. Den Kollegen hier eigentlich erst auf Level 1. Das kann man übrigens auch sehen, wenn man ins Profil schaut. Also da hat man die Tage ja ein kleines Problem. Oder auf 3 habe ich die Maschine. Okay, ich habe sie hier auf 3. Aber im Tagdorf kann man sehen, dass ich jetzt den geboosteten King habe. Aber wenn man in mein Profil schaut, dann ist er immer noch Level 5. Also, Profil zeigt die wahre Größe der Helden an. Und erst wenn man das Dorf also inspiziert, also besucht, dann wird man feststellen, aha, er hat jetzt gerade 5 Level drauf bekommen, mein King hier. Und das, was wir aber machen wollen, ihr seht das, ich habe 9570 Gems hier und die Uhr läuft hier runter zur Wartung. Okay, also länger wird die Videofolge jetzt nicht gehen für euch. Wir wollen aber erstmal 3000 ausgeben, denn ich habe alles hier die ganzen Monate, ich will nicht sogar sagen Jahre, glaube ich, immer nur hier so ein bisschen die Büsche abgesammelt. Ich habe natürlich mal ein bisschen Clanspiele gemacht. Etwas habe ich hier auch, bis auf die Hämmer, habe ich eigentlich alles recht nett befüllt hier. Und ich habe hier auch unheimlich viele Medaillen. Guckt euch das an, 1513 Medaillen, weil der hat hier zwar nie eine Liga mitgespielt, aber er war natürlich immer in dem Clan hier bei den Herausforderern und hat dementsprechend natürlich auch die ganze Zeit Medaillen bekommen. Ist ja auch nicht schlecht, wenn man so einsteigt. Die Pakete hier zum Anfang, muss ich sagen, ist eine Unverschämtheit. Also das Paket hier finde ich, weiß ich nicht, das gehört ans Kartellamt gemeldet. Ein Level 2 Bombenturm, ein Level 5 Magierturm und nur 75.000 Dunkles für 21,99. Ich finde, das ist ein Paket, was sich in jedem Fall nicht lohnt. Also nicht lohnt, überhaupt nicht lohnt. Und wenn wir hier aber nochmal reingehen, jetzt muss ich mal eben schauen. Ich glaube, es ist hier. Dann bekommt man 2 Packs. Also es gibt immer noch das Bilderpack, wenn man noch nicht alle Bilder hat. Wir wollen uns jetzt die Bilder aber kaufen. Und zwar stehen die unter Ressourcen. Hier findet man die Bilder. Also wir holen uns erstmal die nächste Hütte hier für 1000 Gems. Und holen uns die nächste Hütte. Einmal auf das Plus geklickt. Oh, wenn ich jetzt auf das Plus klicke, habe ich noch nie drauf geklickt, Leute. Auch für mich gibt es hier nach Jahren immer mal wieder so, oh Gott, was ist das denn? Okay, alles klar. Wir holen uns hier die zweite Hütte, aber nicht für 21,99, obwohl da sind die Gems mit bei. Das Paketchen ist, glaube ich, ganz in Ordnung, weil 2500 Gems kosten schon 21,99. Und wir nehmen die nächste Hütte hier, also haben dann 5 Bauarbeiter.
Denn mit Rathaus Level 8 für Vorarbeiter ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Jetzt haben wir ein paar Gems ausgegeben, 3000. Da blutet mir natürlich das Herz hier als harter, als Gem-Sammler. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich damit machen soll. Der sammelt ja jetzt auch wieder Gems, bekommt wieder Gems durch Erfolge, je nachdem, wie ich dieses Rathaus hier bespiele. Das, was ich schon gestern Abend gemacht habe, ich habe hier die dunkle Kaserne, ich habe die nächste dunkle Kaserne hier schon mal rausgeholt und es läuft aktuell mein Labor. Das heißt, in 7 Stunden kann ich dann auch anfangen, die Drachen zu forschen. Nur dann wollen wir ein bisschen Clash of Clans spielen hier. Als Rathaus Level 8 mit dem 10er King. Mal sehen, was wir hier vor die Flinte kriegen. Ein bisschen Dunkles wäre gar nicht mal so schlecht und ein bisschen mehr Elex. Denn die ersten Sachen sind in jedem oder so ziemlich in jedem Rathaus oder bei jeder Rathausstufe sehr Elex-lastig. Das heißt also, du gibst erstmal unheimlich viel Elixier aus. Den können wir mitnehmen hier. Den können wir mitnehmen. Da unten ist der King. Und ja, der ist ja echt nicht so stark, ne? Naja. Er war klein. Ne, er war jung und brauchte den Loot. Den nehmen wir hier mit. Mit den Drachen. Erstmal den Feger da hinten wegmachen. Und dann nehmen wir auch unsere meisterlichen Loots hier rein. Oh, schnell, machen wir schneller weg da. Dass die einen anderen Weg einschlagen hier, die. Aber ich meine, Leute, das ist ein Rathaus. Ich meine, ich bin ja auch erst Rathauslevel gerade so 8. Also meine Drachen sind noch 2. Und dann ist es vielleicht gar nicht mal so einfach hier durch. Aber doch, es ist noch einfach. Okay. Es ist noch einfach. Hier mal eben durchzurushen. Wir setzen unseren King natürlich auch. Und zwar genau an der Stelle hier. Zünden den auch gleich. Dann haben wir die Barbaren noch mit im Spiel. Und der ist ja, abgefarmt, will ich nicht sagen. Aber der ist ein bisschen inaktiv. Und den Giftzauber hätte ich jetzt auch noch nehmen können. Ich muss mal gucken, was bei den Clan-Spielen noch drin war. So nach dem Motto, gib Zauber aus. Ich glaube, den nehmen wir noch. Den nehmen wir noch hier irgendwo. Ich glaube, da musste man Zauber ausgeben. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Aber ich denke mal, das war, glaube ich, so. So, dann haben wir die ersten 300.000 auch im Sack. Und vor allen Dingen auch, glaube ich, was die Clanspiele angeht, ja. Nicht Clanspiele, entschuldigt bitte, nicht Clanspiele, sondern Passspiele. Da habe ich natürlich jetzt ein bisschen was aufzuholen, weil ich mit dem hier natürlich gar nichts gemacht habe. Also so ziemlich nichts gemacht. Ein bisschen habe ich schon gemacht. Die 500 Punkte kommen ja nicht von irgendwo her. Jetzt habe ich nochmal Drachen. Aber wir nehmen ruhig dann was anderes mit. Ich hätte ja jetzt hier auch ein Clanspiel mitnehmen können, ne? Sehr ärgerlich. Gegen ein Town Hall 6. Okay, das ist ein bisschen niedrig. Jetzt mittlerweile. Und was haben wir hier in Vesus Battles Mauern? Vom Multiplayer Battle, ein Tag, das können wir mitnehmen. Und dann schauen wir hier mal eben rein, was wir machen müssen. Golem habe ich natürlich noch nicht. Ich habe noch keinen Golem, aber ein paar Riesen können wir sicherlich mitnehmen. Was haben wir hier unten noch? 6 Wizards, ja, das kriegen wir hin. Da machen wir mal so eine Art, ich wollte gerade sagen Go Vibe, aber Go Vibe kriegen wir noch gar nicht hin. Das war gestern eine Frage in den Kommentaren. Wie kann ich hier sinnvoll meinen 10er leveln? Ich brauche nur noch Dunkles. Klar, mit einem Go Vibe oder mit einem G-Vibe. Allerdings habe ich auch noch keinen Packer. Okay. Ja, habe ich jetzt auch mal wieder gar nicht dran gedacht, dass ich gar keinen Packer habe. Dann machen wir hier mal, nehmen wir mal ruhig ein paar mehr Riesen mit. Stimmt, ich hab natürlich noch gar nichts gelevelt hier, Leute. Wohl wahr. Aber das wären, glaube ich, ein bisschen viele. Mehr Riesen braucht das Land, glaube ich. Ich glaube, so ist es etwas besser. Und hier können wir natürlich Sprungzauber, Heilzauber, dann nehmen wir mal ein Heil mit und noch ein Gift, glaube ich. Den schaffe ich sowieso nicht mehr, den Angriff mit euch. Ihr seht, die Zeit tickert hier runter. Aber was beschäftigen wir jetzt allen als nächstes, was oder was ist eigentlich wichtig? Es gibt ja noch ziemlich viel hier oben rauszuhauen. Das ist erstmal nicht wichtig für mich. Vielleicht der Bohrer. Der Bohrer ist vielleicht nicht schlecht, den noch mit zu haben an Defense. Das interessiert mich im Moment gar nicht, kann ich euch sagen. Und die Fallen, ja, die sind sicherlich nice oder nice to have. Wir können die ruhig mal raushauen hier. Da haben wir, hiervon kriegen wir immerhin 2 Stück. Die machen wir hier auch hin. Ich nehme die Mauern jetzt auch nicht raus. Ich nehme jetzt nur mal eben die zusätzlichen Bomben hier weg. Wo will er die hin platzieren? In Ordnung. Und danach mache ich nur Elex-gestützte Sachen. Das ist mir an der Stelle wirklich lieber, als dass ich hier können wir 2 platzieren, machen wir auch,
Als dass ich dann hier jetzt mein Gold zwar oder mein Gold loswerde, nur die wirklich wichtigen Sachen heißen im Moment, ich muss was mit Elex machen. Und ich mache danach sowieso erstmal die Minen und sammle einmal rum mit den fünf Bauarbeitern. Aber damit ich, habe ich ja gestern gesagt, die neuen Truppen, was heißt die neuen Truppen, Truppen habe, die jetzt neu für mich hinzukommen, muss ich natürlich diese Kaserne leveln, gar keine Frage. Sonst, ja, so die geht jetzt 2 Stufen hoch. Und ja, ich meine, für 1,5 muss ich natürlich auch, damit ich dann auch ein Go weit machen kann, nehmen wir ruhig die hier oben, muss ich natürlich auch diese Kaserne wenigstens einmal gelevelt haben. Ich meine, okay, dann dauert ein Päcker immer noch ziemlich lange, wenn ich ihn habe. Aber besser, dass wir ihn schon mal haben, als dass wir hier jetzt nichts hätten. Wir haben jetzt aber ein bisschen zu wenig Elex, sehe ich jetzt gerade, und können vielleicht, ja, komm, dann bauen wir doch die neuen Sachen. Damit sind, wenn ich jetzt die neuen Sachen übrigens baue, ihr seht das hier, das erste Paket ist ja jetzt schon weg mit den Bildern. Wenn ich jetzt die neuen Sachen baue, dann mache ich quasi, ich nenne das immer so, wir machen mal das Paket kaputt, und zwar mit dem Bombenturm. Und wenn ich jetzt noch den Wizard Tower baue, Defense, dann dürften wir das Paketchen auch nicht mehr bekommen. Und damit ist hier jetzt alles raus. Wir kriegen jetzt nur noch das Town Hall 8 Pack. Also so sieht's aus. Und da haben wir es einmal mit kaputt gemacht. Kaputt machen, habe ich gestern schon mal gesagt. Dieser Spruch kaputt machen, der kommt von einem kleinen Mädchen, die mal vor einem kleinen Marienkäfer hockte und hat gefragt: Kaputt machen? Nein, nicht kaputt machen. Machen wir doch nicht kaputt. Okay, wir können hier nichts mehr einsammeln. Ich warte noch kurz mal auf die Paloons. Da machen wir noch einen zweiten Angriff. Ich hoffe, das schaffen wir in den 7 Minuten noch. Also kurzer Minicut auf den Freitagmorgen. Okay, wir sind ready. Können wieder in die Suche rein. Hat jetzt, ja, ging ja ganz schnell. Und oh, 419.000 First Click hier. Ich schaffe auf jeden Fall doch noch was mit euch. Wir schaffen ja in jeder Folge was. Freut mich auch. Ich hoffe, ihr seid am Wochenende bei mir mit in den Streams, denn wir haben wieder hartes DCM 5-Pack zu spielen und haben sicherlich wieder nette Partien. Wo ist der Feger? Der ist da. Man möchte ja eigentlich immer den King hier reinsetzen, um da schon mal ein bisschen was wegzumachen, ne? Machen wir auch mal. Und dann geht das hier auch wieder mit den Drachen rein. Die können wir ja rein spammen hier. Das ist ja jetzt erstmal die letzte Drachenarmee, die ich jetzt so baue. Außer ich gehe mal in einen anderen Clan mit dem Kollegen hier oder mit der Uschi. Aber Uschi ist hier Leader bei den Herausforderern. Und die kann natürlich den Clan nicht verlassen, oder ich muss mal jemand anders hier zum Leader schlagen. Und um ein bisschen Erfahrung zu sammeln, vielleicht bei Free-to-Play, da geht, glaube ich, jetzt ein Zehner raus oder so. Und dann könnte ich hier mit der Uschi ein bisschen nachrücken, dass sie mal wieder ein bisschen CK-Erfahrung bekommt. Also Leute, harte Rathaus 8 Action kommt wieder auf euch zu, schnell den Zauber nehmen, kommt wieder auf euch zu. Und ich hoffe, das freut euch auch, dass wir hier jetzt mal auch die allerletzten Fragen aufgeklärt haben. Oh, hier gibt es natürlich auch Vierfach-Bonus die nächsten Tage. Okay. Und das ist natürlich nice. Damit das alles ein bisschen fixer geht, nehmen wir mal einen einzigen hier. Den usen wir mal, die Bilder, dass ich hier, ich farm, dass, wenn ich jetzt hier ein bisschen weiter farme, dass wir hier in den, hier fertig werden, beziehungsweise heute noch die Drachen leveln können, wenigstens auf Level 3. Das ist so, glaube ich, das erste Ziel, was so ein Rathaus 8 hat. Und dann mache ich hier ganz gemütlich im Wochenende ein bisschen nebenher weiter. Ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, abonnieren, Glocke stellen und bei den Livestreams dabei sein. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Also hier wird es ja, glaube ich, sogar schön. Bis dahin, euer Tutor. Ciao, ciao. Clasht.